Hallo, mein Name ist Clara, ich bin 16 Jahre alt und ich möchte das Buch Wir beide wussten, es war was passiert vorstellen. In dem Buch geht es kurz gefasst um einen Jugendlichen namens Billy, der eines Tages von zu Hause wegrennt und obdachlos wird. Er lässt sich an einem alten Bahnhof nieder, wo er auf einen anderen obdachlosen Old Bill trifft, um den er sich im Laufe des Buches kümmert. Es ist außerdem eine kleine Liebesgeschichte zwischen Billy und Caitlin. Caitlin ist ein normales Mädchen. Vorhanden. Was ich an dem Buch sehr schön finde, ist, dass es zuerst eine andere Form besitzt. Also wie man sehen kann, ist es wie ein lyrisches Gedicht aufgebaut. Daher ist es leicht zu lesen und man hat viel Freiraum, sich eigene Gedanken zu machen. Ich finde außerdem schön, dass es ein sehr leicht geschriebenes Buch ist. Es werden zwar Probleme genannt von allen drei Personen, jedoch liegt der Fokus im Hier und Jetzt. Das Buch wird in drei Perspektiven erzählt. Einmal von Billy, dem Jungen, der wegläuft. Einmal vom Old Bill, dem Obdachlosen, um den er sich kümmert. Und einmal um Caitlin, in die sich Billy verliebt.